Unser Netzwerk an Partnervereinen ist für uns strategisch im lokalen und regionalen Scouting extrem wichtig. Und wir sind dankbar und stolz, dass wir mit Advanced Football einen tollen Partner gefunden haben, um gemeinsam mit den Kollegen in die Region zu gehen und die Trainer weiterzuentwickeln. Inhaltlich wollen wir vor allem an die Trainer kommen und ihnen über unsere Ausbildungsphilosophie, über unsere Spielprinzipien einen Pool an Trainingsformen zur Verfügung stellen, die zeitunabhängig als Schulung oder Weiterbildung genutzt werden können, um das Training und die Trainingsqualität in den Partnervereinen auf eine neue Ebene zu hieven. Zusätzlich wollen wir Fortbildungen zu übergeordneten Themen mit der Trainerschaft anbieten, die ebenfalls abgefilmt und allen Partnern zeitunabhängig zur Verfügung gestellt werden können, um so einfach einerseits die Trainingsarbeit auf dem Platz, andererseits aber auch die Strukturen bei unseren Partnern und mit unseren Partnern zusammen zu verbessern, um die Jugendausbildung zu forcieren und jedem Kind, das Fußball spielt, bestmögliche Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Die DNA des VfB Stuttgart war es immer, Talente der Region zu entwickeln. Und jetzt gerade aus der Pandemie kommt, fühlen wir uns alle so, dass wir echt happy sind, mal wieder auf den Platz zu kommen. Und in der gemeinsamen Zusammenarbeit mit Advanced Football möchten wir die Trainer ein Stück weit unterstützen, dass sie für ihre Spieler ein richtig geiles Training anbieten können und sie von unserem Know-how ein Stück weit profitieren. Und wir damit einen Beitrag leisten, dass wir von der F-Jugend in Pfullendorf bis zur D-Jugend in Heilbronn einen Einfluss haben auf das Training und wir uns gemeinsam in der Form weiterentwickeln. Was ja kaum jemand von mir weiß, das erste Spiel, das ich als Kind in der Bundesliga gesehen habe, war genau hier beim VfB. Und mit der Kooperation, die wir jetzt mit dem VfB geschlossen haben, schließt sich sozusagen für mich persönlich jetzt mal ein Kreis. Aber umso spannender, dass sich ein Projekt auftut für die ganzen Vereine hier in der Region. Ja, der VfB hat sich auf die Fahne geschrieben, jetzt einfach die Clubs mitzunehmen, die ja auch ja, mit Corona, durch Corona irgendwie gelitten haben. Auch die Kids, die gelitten haben. Und jetzt ist die Idee, wie bekommen wir die Trainer entspannt, unterstützt, ja, ohne dass ich vielleicht x Stunden in Trainerlehrgänge und Ausbildung stecken muss, um das bestmögliche Training für die Spielerinnen und Spieler anzubieten. Und hier haben wir jetzt eine Synergie geschaffen mit einem digitalen Produkt, mit einer Videoplattform, mit einer Lernplattform, wo ich als Jugendtrainer darauf zugreifen kann, wo ich die Inhalte aus verschiedenen Bereichen, sowohl von uns Advanced Football, wie aber auch vom VfB, dann erhalte und somit quasi als Trainer mich weiterentwickeln kann. Alles quasi mit dem Ziel zu sagen, wie kann ich das beste Training für meine Kinder anbieten.